Der perfekte Extraction-Loot-Shooter. Das ist jetzt nicht meine Idee und noch kein Clickbait, sondern das sind einfach die Sachen, die der Entwickler auf seiner Homepage geschrieben hat. Das liest sich wie eine Wunschliste. Die besten Features von allen Extraction-Loot-Shooter, von Tarkov, von DMZ, von The Cycle Frontier, von Morrowind und so weiter, zusammengefasst auf einer Seite. Und das soll ein Inhalt sein des neuen Spiels. Project Lead. Von namhaften Entwicklern zusammengewürfelt aus verschiedenen Studios in diesem neuen Indie-Studio praktisch und die jetzt im März auf die Bühne kommen und da bereits in den Playtest gehen wollen, später mit einer Beta noch dieses Jahr releasen wollen. Absoluter Wahnsinn aus dem Nichts, aber ich lese euch erstmal vor, was da alles drin steht. Fangen wir an, zuerst mal mit der Bezeichnung. Sie nennen das Ganze ein Hardcore. Interessant, dass sie Hardcore hier sagen. Ein Hardcore Ego PvE PvP Tactic Extraction Loot Shooter. So nennen sie das Ganze und das findet statt auf einer von der Alien-Technologie veränderten Welt. Das kennen wir auch schon irgendwoher. Engine ist die Unreal 5 Engine. Geht also ab. Mindestanforderungen soll wieder die 2080 RTX sein. Sehen wir auch immer wieder öfters die 2080 oder 2070 sogar als Mindestanforderung sozusagen. Dann haben wir so Features wie Westen zum Beispiel. Ein Westensystem, also ein Rüstungssystem, wo die Platten austauschbar sind. Also gehen hier schon ein bisschen ins Detail. Warum erwähne ich das hier? Weil das ein System ist, was Escape from Tarkov erst neulich eingeführt hat. Das ist hier schon mit drin. Natürlich haben wir normales Waffenmodding. Wir haben jetzt Waffenskins, also ähnlich wie bei COD zum Beispiel, dass wir Skins draufpacken können. Es scheint sogar so zu sein, dass wir Skins auf einzelne Waffenteile draufpacken können. Also hier sieht es aus, als ob das Feature so ein bisschen von Lost Light auch mit übernommen wurde. Dann Charakteranpassung, relativ komplex. Hier erinnern wir uns ein bisschen an PUBG. Also man kann die Haut verändern, die Haare, Tattoos, Kleidung und so weiter und so fort. Super witzig, es gibt Slide Canceling, wem das nichts sagt. In der COD-Welt ist das sozusagen ein Feature dafür, dass man in das Rutschen reingeht und dann vom Rutschen raufspringt und dadurch ein für kurze Zeit schnelles Movement hat, wo man schlechter getroffen wird. Mega krass, das ist hier auch mit drin. Wir sehen also auch hier sind COD-Entwickler mit dabei im Team. Wir haben einen Secure-Container, in der DMZ gab es keinen, in Tarkov gab es einen. Hier gibt es auch einen, und zwar mit 16 Slots in Relation. Klingt das super, super viel. Wobei es 4 verschiedene Versionen gibt, kommen wir später zu. Und in der größten Version hat der Secure-Container 16 Slots. Das heißt, wenn man stirbt, sind 16 Items gesichert. Die verliert man nicht beim Tod. So, dann sagen sie gleichzeitig, dass es kein In-Game Pay-to-Win geben soll. Also es scheint eine Art Monetarisierung zu geben In-Game, aber kein Pay-to-Win. Also vielleicht irgendwelche Cosmetics, die man kaufen kann. Man kann Solo reingehen. Jetzt wird es übrigens sehr, sehr spannend. Solo, bis 5er Trupps kann man auffüllen sozusagen. Und das Krasse ist, als Solo-Spieler kann man auch im 5er Trupp reingehen, indem man Söldner anheuert, also KI-Einheiten. Man zahlt sozusagen Ingame-Währung. Es gibt übrigens 2 Währungen, einmal die Dollar und einmal die Credits. Auf jeden Fall kann man mit Dollar Söldner anheuern, die dann mit einem reingehen. Das soll halt das Solo-Spiel deutlich erleichtern und verbessern. Sehr interessantes Konzept hier. Jetzt festhalten. Es gibt ein Handelssystem. Jawohl, ein komplettes Handelssystem. Zu einem haben wir Ingame-Händler. Kennen wir aus allen Spielen. Dann aus allen Extraction Loot-Shootern. Dann gibt es ein Reputationssystem. Mit diesem Reputationssystem kann man sozusagen die Händler leveln, bessere Items freischalten und so weiter. Und jetzt spannend, dann gibt es einen offenen Spielermarktplatz. Leute, ein offener Spielermarktplatz, das bedeutet, ähnlich wie in Tarkov, man kann irgendwo Gegenstände einstellen und andere Spieler können sie weltweit wieder aufkaufen. Also einen kompletten Handel. Achtung, Achtung, Cheater-Alarm an dieser Stelle. Aber ja, es gibt einen offenen Spielermarktplatz. Dazu gibt es aber noch einen Schwarzmarkthändler, den man freischalten muss. Hier kann man seltene Artefakte wiederum gegen diese Credits eintauschen. Also anscheinend nicht nur Echtgeldwährung, sondern auch Ingame-Währung. Und diese Credits wiederum kann man wiederum gegen illegale Items, sagen sie, illegale Waffen und so weiter eintauschen. Also man sieht, das System ist auch nochmal komplex. Wer sich jetzt erinnert, in der DMZ gab es mal Leaks über ein Fraktionssystem. Das ist leider nie gekommen. Hier kommt es. Ein Fraktionssystem in-game. Das heißt, wir haben in-game Außenposten, die von Fraktionen gehalten werden. Für diese Fraktionen kann man nun Aufgaben erfüllen, seine Reputation zu diesen Fraktionen verbessern, bekommt Zugang zu exklusiver Ausrüstung in-game. Also hammerhart. Vielleicht haben sie das von der DMZ übernommen, ich weiß es nicht, also, wo sie die ganzen Ideen haben, man merkt schon, das ist hier und da. Wir machen weiter. Es gibt Wiederbelebungen. Ihr könnt also, wenn Leute down gehen, sie einfach wiederbeleben, ähnlich zum Beispiel wie in Lost Light. Wir haben dynamisches Wetter, das heißt Tag- und Nachtwechsel und Wetterwechsel in einer Runde. Und wir haben dynamischen Loot, also ähnlich wie in Tarkov, dass man jetzt nicht mehr nur
Kisten an einer speziellen Stelle findet, dass man da mal hinrennt, so wie es in Lost Light zum Beispiel momentan noch der Fall ist, sondern eben ja nicht sicher sein kann, wo der Loot ist. Also die Karte auswendig lernen und immer den festen Loot-Run haben, das wird nicht so funktionieren. Jetzt unglaublich festhalten, Ziplines wie in COD. Ja, was soll ich sagen? Da gibt es verschiedene Skins, also zum Beispiel für Scharfschützen gibt es diese Ghoulie-Skins, es gibt für Bombenentschärfungen irgendwelche Bombenschärfe, also nicht Skins, sondern richtige Anzüge, Bombenentschärfungskits sozusagen, Anzüge, wo man halt nicht so stark von Granaten und sowas verletzt wird. Und dann gibt es extra Schutzanzüge für die kontaminierte Zonen. Da werden wir wahrscheinlich diese seltenen Alien-Artefakte finden und hier gibt es nochmal spezielle Schutzanzüge. Also man merkt das Ganze schon ein bisschen ja, tiefer geht, möchte ich sagen. Aber es geht weiter, Wir haben ein Jamming-System, das heißt, Waffen können kaputt gehen. Genau wie in Tarkov, wenn man schießt, plötzlich zack, bleibt die Waffe stecken und schießt nicht mehr. Also Waffenfehlfunktionen sind drin, Waffenverschleiß. Wir kennen das mal aus Marauders, aus dem Action-Loot-Shooter. Ja, ich krieg keine Luft mehr. Das ist so, dass Waffen plötzlich mitten in der Runde ihren Geist aufgeben. Also eine Waffe in Marauders hält keine Runde. Und auch hier am Waffenverschleiß. Frage ist, wie krass das ist. Ist das wie in Marauders? Oder eher wie in Tarkov, wo über viele, viele, viele Wochen eine Waffe verschleißt, werden wir sehen. Und sie sagen, es gibt ein reales Ballistiksystem. Aber hier noch nicht genug. Sie bauen auch ein Clan-System ein. Also Leute, wenn das alles kommt und realistisch ist, ihr seid herzlichst eingeladen im Clan. Das ist ja gar keine Frage. Ihr merkt schon, diese Liste ist so lang, also man kann es kaum glauben. Es gibt ein Energiesystem. Also sozusagen, man muss essen, trinken, Flüssigkeit zu sich führen und seinen Energiehaushalt im Auge haben. Es gibt Blutverlust, also HP anscheinend. Man kann bluten, kleine Blutungen, große Blutungen. Man kann Brüche bekommen, Prellungen. Man kann einen Rausch bekommen wie ein Taco, wenn man Alkohol trinkt beispielsweise. Man kann eine Erschöpfung bekommen, wenn man zum Beispiel eine Waffe zu lange in der Hand hält, zittern durch Verletzungen oder durch Energieabfall und. Aber es geht noch weiter, Wir haben sanfte Geschwindigkeits- und Haltungswechsel, wie in Tarkov, dass man sich nicht nur hinstellen und ducken kann, sondern alle Stands dazwischen auch einnehmen kann. Also sozusagen in verschiedene Positionen zwischen dem Ducken und dem Halten gehen kann. Auch beim Rennen, nicht nur Rennen und Gehen, sondern dazwischen noch diese verschiedenen Zwischenstufen hat. Wahnsinn! Dann gibt es Trainingshandbücher, die man finden kann. Also man erlernt Fähigkeiten nicht, indem man einfach nur levelt und grindet, sondern man muss Bücher finden und die lernen und dadurch schaltet man seine neuen Fähigkeiten frei. Und jetzt ist nochmal spannend mit dem Vibe. Alle 4 Monate ist bereits geplant, der Vibe. Also die haben schon komplett durchgeplant. Alle 4 Monate ist der Vibe geplant. Hier ist es so, dass wir Cosmetics behalten dürfen und mitnehmen können in die nächste Season. Sie nennen nämlich einen Vibe auch tatsächlich Season. Man kann auch Ausrüstungsgegenstände, die man freigeschaltet hat, teilweise mitnehmen. Es gibt so eine Art Season-Container und mit diesen Containern kann man dann Items übernehmen in die nächste Season. Ganz cool gemacht. Und ja, die Season an sich nennen sie Season, weil hier auch Season-Events stattfinden. So Boss-Jagd-Events, also es gibt auch Bosse. Events irgendwelcher Art, es gibt eine neue Story, jede Season wird die Story erweitert oder komplett ersetzt vielleicht sogar, neue Storylines, neue Missionen und neue Fraktionsherausforderungen, also die Fraktionen, die wir in-game finden, die bekommen auch nochmal neue Aufgaben. Es ist noch nicht fertig, es geht noch weiter. Die Map nennt sich Prologue und wird im Alpha-Test dann verfügbar sein. Hier wissen wir bereits, dass 15 bis 20 Spieler draufkommen. Sie haben gesagt, so mit 20 Spielern wurde es ein bisschen kritisch, also ich vermute mal, dass sie 10 bis 15 eher drauf lassen, so haben die Entwickler das auf dem Discord so ein bisschen erklärt. Ja, und natürlich gibt es auch ein Scav-System, wie in vielen Extracted Loot-Shootern, wo man sozusagen mit einer kostenlosen Figur reingehen kann und dort mit kostenloser Ausrüstung reingehen kann. Und diese Scavs heißen wohl Marauders, wie im Spiel Marauders. Also hier auch an die Scav-Runden gedacht. Jetzt ist natürlich die große Frage, kann das alles wahr sein? Es klingt zu schön, um wahr zu sein. Und hier rate ich erstmal zur Vorsicht tatsächlich. Ich werde auf jeden Fall für euch reinschauen, auch in die Alpha direkt, gar keine Frage. Aber ich bin selber etwas kritisch. Das ist so, klingt so gut. Gucken wir uns mal die Preisgestaltung an. Und zwar ist es so, dass wir genau wie in Escape from Tarkov momentan 4 Versionen kaufen können. Eine kleine, eine mittlere, eine große und eine Deluxe Edition sozusagen. Nur mit der großen und der Deluxe Edition kommt man safe in die Alpha rein. Mit der kleinen und mittleren kommt man aber immer noch in die Beta rein, die danach der Alpha folgen soll dieses Jahr. In Q2 haben sie angesetzt, ist auch schon terminiert, also die Beta für Q2, die Alpha jetzt für März direkt. Und sie sagen angeblich, dass man das Spiel auch zurückgeben kann. Also bis zum 1. Mai bei Nichtgefallen kann man sogar
sogar refunden. Auch sehr interessant, wie gesagt, keine Pay-to-Win-Elemente dabei und sie sagen DLCs und jede Art von neuen Content soll in der Zukunft kostenlos hinzugefügt werden. So ist das Preisprinzip. Je höher die Version, desto mehr Stash-Größe hat man, einen besseren Secure-Container. Wie gesagt, der größte hier ist für das größte Set, also mit 16 Slots gedacht und so weiter und so fort. Sehr, sehr ähnlich zu dem Escape from Tarkov-System. Sie machen es aber auch so, dass die Alpha-Keys verlosen. Und zwar kann man sich auf der Homepage, verlinke unten alles in der Beschreibung, kann man sich anmelden für den Alpha-Test. Also da gibt es noch eine Wahrscheinlichkeit, dass ihr einfach so einen Alpha-Key geschenkt bekommt, ohne das Spiel kaufen zu müssen. Also auf jeden Fall anmelden. Ich meine, verlieren kann man dabei zumindest nichts. Wer jetzt trotzdem noch nicht sicher ist, was es mit dem Studio auf sich hat, das heißt Holmgard Games, und ist 2020 entstanden. Hier sind Entwickler drin aus namhaften Projekten bekannt, wie zum Beispiel Last of Us, World of Tanks, League of Legends und natürlich auch Call of Duty. Und die haben sich sozusagen zu diesem Indie-Studio zusammengeschlossen, haben einen Investor, soweit ich es recherchieren konnte, und sind relativ frei mit ihrer Entscheidung. So schreiben sie es auch, sie wollen unabhängig ihr Spiel entwickeln und selber entscheiden, was, wo, wie passiert. So ist es. Man findet nicht viel weiter dazu und deswegen, ich rate hier wirklich zu Vorsicht. Ich sag's ganz ehrlich, werde auf jeden Fall für euch reinschauen. Alpha-Test kostenlos anmelden, wie gesagt, kann ich empfehlen. Und ja, Leute, also ich sag nur Daumen drücken. Daumen drücken. Also wenn das kommt, so wie es hier angekündigt ist, ja, let's go. Das sind wir, glaube ich, erstmal eine Weile wieder sehr, sehr glücklich. Also in dem Sinne, Daumen bleiben gedrückt. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Sage hasta luego und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.